Zander mit Pommes frites. Dass es Fisch gibt zum 80. Geburtstag vom Fischerverein Murten, ist klar. Aber der Fisch kommt nicht aus dem Murtensee und auch nicht aus der Schweiz, sondern vor allem aus den baltischen Staaten. Die Besucherinnen und Besucher erstaunt Sveni. Ich nehme an, sie haben nicht genug hier für das Fest. Ja. Aber ja, es ist andere Sachen, haben wir eigentlich auch nicht genug. Es kommt auch vom Ausland, das ist einfach halt so. Ja. Ich denke, das ist schon ein Problem. Also für die Einheimischen, wenn sie die Fische müssen auswärts zu kaufen, finde ich das eigentlich schade. Das ist ein Problem, ja. Das war mir klar, weil ich habe gelesen, dass 85% der Fische, Eglifilet und so weiter, halt aus dem Ausland kommen. Aber dort hat es ja auch Wasser, frisches Wasser, und die haben ja gute Fische. Die Nachfrage ist halt viel höher, als der Murtensee liefern kann. Fast aller Fisch, der in der Schweiz konsumiert wird, kommt aus dem Ausland. Weniger als 5% ist aus der Schweiz, laut dem Bundesamt für Statistik. Für das Fest hier den eigenen Fisch zu servieren, wäre nicht möglich gewesen, sagt Beat Hämmerli, der seit 30 Jahren im Fischerverein Murten ist. Es hat sicher viel zu wenig Fische, was wir an allen Orten die Schweizer Fisch essen können. Also, wenn wir die fischen, wir sind auch die Einzigen, oder so, oder, die Murtenseefisch haben, daheim und auch essen. So gibt es heute also nur ausländischen Zander. Der ist bei den Leuten beliebt, wie das Eglifilet, aber günstiger. Einmal hat der Fischereiverein am Fest nur einen eigenen Hecht servieren. Aber der hat es nicht genug gehabt. Und Weissfisch, den sie mal gemacht haben, ist bei den Leuten nicht gut angekommen. Ja, die Leute sind sich auch gar nicht heute, was man Eglifilet hat, weil so wenig Geräte hat. Und die anderen Fische sind schon nicht so gefragt. Obwohl zum Beispiel ein Wels sehr, sehr gut ist. Wenn man weiss, wie das wegmachen, oder auch Weissfisch, wenn man weiss, wie die zu präparieren, dann sind die auch sehr, sehr gut und haben auch gute Kosten. Im Gegensatz zu früher gibt es auch klare Vorschriften, wie viele Fische sie dürfen fahren. Der Fischbestand im Murtensee ist zwar gut, aber auch hier hat der Klimawandel Auswirkungen. Das Wasser ist wärmer und das passt der Forelle nicht. Für den Fischbestand zu wahren, mache ich der Fischerverein das Bestmögliche, sagt der Präsident. Fischervereine machen viel mit dem Kanton noch mithilft. Wir versuchen natürlich probieren, so Leichhilfe und möglichst viel die natürliche Beleichung auszufördern. Wir haben Aufzuchtbäche, die wir Forelle aufziehen und mit reinsetzen. Wir haben Aufzuchtweiher, die wir Hecht aufziehen im Murtensee setzen. Und das ist eigentlich das Bestmögliche, was wir machen können. Das andere ist natürlich auch die Nachfrage am Fisch steigt. Die Zeit, in der wir Corona-Krise haben, hat die Nachfrage am Hobby Fischen extrem zugenommen. Knapp 40 Tonnen Fische pro Jahr hat der Fischerverein zu Murten im Schnitt aus dem See gefischt. Konkurrenz macht nicht der Kormoran. Auch er hat gerne Fische und verschlingt pro Jahr allein aus dem Murtensee rund 25 Tonnen.